Hallo, heute wollen wir uns mal anschauen, was passend zum Schulanfang die perfekten Einsteigerinstrumente sind im Bereich E-Gitarre. Da braucht man ja normalerweise ein bisschen mehr, als jetzt, wenn ich nur eine akustische Gitarre nehme. Da gehört ein Verstärker und so weiter dazu. Da schauen wir uns jetzt mal an, was da die Möglichkeiten sind. Option 1 ist immer ein fertig gepacktes E-Gitarren-Starter-Set. Die Qualität der Gitarre ist sehr, sehr ordentlich. Verstärker, Tasche, das ganze Zubehör ist meist etwas einfacher. Vorteil ist, es ist sehr günstig. Wir empfehlen allerdings immer so ein bisschen einen Schritt weiter zu gehen, einfach damit es länger Spaß macht und man sich nicht genötigt fühlt, innerhalb von einem halben Jahr, Jahr schon irgendwelche Komponenten auszutauschen. Perfekt dafür geeignet sind Gitarren, die durchaus auch in Startersets vorkommen können. Die Preisklasse ist völlig in Ordnung für einen Anfang. Das wäre dann zum Beispiel so eine Art Fender Affinity wäre da möglich oder zum Beispiel von Ibanez, gibt es aber auch von Yamaha, Cord, sehr, sehr schöne Modelle. Die Gitarren sind gut, wir empfehlen schon immer sehr, sehr gerne die Humbucker-Single-Coil-Single-Coil-Kombination, einfach damit ich ruhigere Musikstile abdecken kann, aber durchaus auch mal auf den Steg runterschalten kann und ein bisschen Rock'n'Roll machen. Der Hauptunterschied zu einem Starter-Set ist tatsächlich alles, was außenrum um die Gitarre passiert. Das ist einmal der Verstärker. Da fassen wir immer sehr, sehr gerne zum Fender Champion 20. Sieht erstmal ganz ähnlich aus wie der Verstärker im Starter-Set, hat aber den Vorteil, dass er ein digitales Modeling an Bord hat. Ich habe dann halt einfach doch ein bisschen mehr Soundauswahl. Ich kann von Clean bis Metal alles an dem Verstärker abrufen. Die Bedienung ist trotzdem komplett analog. Das heißt, was ich hindrehe, das passiert auch, das höre ich auch. Macht Spaß, klingt wesentlich besser, ich habe viel mehr Möglichkeiten. Einfach ein besseres Verstärkerchen für den Alltag. Alternativ kann man immer sehr gut einen klassischen Transistor nehmen, wie jetzt zum Beispiel die Orange Amps. Die haben hier eine ganz klassische analoge Bedienung, einen AB-Schalter, den ich auch Fuß schalten kann. Wenn ich dann sage, ich möchte einfach von Clean auf Verzerrt schalten. Sound ist sehr, sehr ordentlich. Auch ein deutliches Upgrade zu einem Starterpaket. Was ihr dann trotzdem auch noch braucht, wie im Starter-Set auch drin ist, eine Tasche, wo die Gitarre gut geschützt ist. Vorteil ist die bessere Polsterung und die bessere Rucksackgarnitur im Vergleich zu einem Starter-Set. Das heißt, ihr bekommt die Gitarre einfach geschützter in den Unterricht. Ein gutes Stimmgerät. Wir empfehlen gern die Versionen mit Akku. Und natürlich, damit überhaupt ein Ton rauskommt, Kabel. Und damit man sich die Finger nicht blutig spielt, ein paar Picks. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Falls Fragen auftauchen, lasst einen Kommentar.